Text, please. Guten Tag. Wir spielen Starbound. Mein Name ist Serbin. Und im Teamspeak befindet sich Belberesser. Hallo! Belberesser. Hallo! Übersteuer dich nicht! Übersteuer dich nicht! Ich übersteuer mich noch nicht! Ja. Ich darf ihn nicht rumrufen, die Nachbarn gucken. Deine coole, wie war die Dame da nochmal? In Vanessa? Deinem Hause? Weiß ich, heißt sie Vanessa? Vor zu sagen. Sag nichts Falsches. Dass sie so hieß. Ich sag ja nichts Falsches. Ich will damit nur andeuten, dass sie ja sehr penibelig war. Oh. Ich darf ja das nie zeigen. Ja, da hab ich nicht vorgehabt, aber man weiß ja nie. Da kannst du auf jeden Fall waren wir nicht auf einer Höhe. Dann kannst du gerne mal dir ein. Ja. Was wollte ich jetzt sagen? Genau, liebe Vanessa, liebe Grüße. Bleib wie du bist. Anderes Thema. In ihrem Zimmer. Ey, scheiße hier, es ist, der Untergrund ist viel zu hart. Ja, deswegen haben wir Bomben mitgebracht. Ja. Gut, warte mal, ich mach das jetzt auch hier. Ja. Nennen wir diese Episode auch irgendwas mit Bombenterror. Untergrundbewegungsbombenterror. Oh, Diamanten. Nehmen wir mit. Oh, hier ist eine Titanader. Nein, ich ersticke gleich wieder. Und wir es nicht sterben. Nee, ich nicht. Also ich hab hier... Ich hab hier eine Höhle gefunden. Du auch. Ja, ich hab auch eine Höhle gefunden. Meine ist voller Schätze. Titan. Und ich hab hier die Special-Waffe hier. Die ist gut, ne? Oh, die ist übelst, ey. Na, Sache, ich hab mich richtig geärgert. Ah. Ja, du wolltest das so. Du hast dir gesagt, ja. Ich hab eingeteilt. Und bei mir waren Epics. Soll ich jetzt ein bisschen kommen? Aus dem Schirm verloren? Ja, könnte man machen. Da könnten wir besser interagieren. So, ich grab mich mal hier so ein bisschen durch wieder. Und hoffe, dass ich dann auch schnell hinter Agon schnell an dir rankomme. Ja, aber ich glaube auch wirklich, dass wenn ich jetzt mal so, also so ein halbes Jahr, denke ich mal, muss ich diesen Kurs erstmal machen, damit ich selber auch ein bisschen was checke. Und dann glaube ich, wird das auf jeden Fall sehr zum Vorteil sein, unserer ganzen Sache. Knopfhoff, ne? Ja, davon gehe ich ganz stark aus. Ich meine, wir haben uns Knopfhoff ja auch schon so anarbeitet, wir sind ja nicht doof. Aber so nee, aber ist das ist nochmal eine ganz andere Schiene. Ein ganz anderes Level. Definitiv. Richtiger Experte. Wie Gronkh und Varatha. Ja, warum besser eigentlich noch dafür? Gronkh ist man eigentlich. Gronkh ist ein Informatiker, du bist ja ein ne, Mediendesigner. Was könnte es Richtigeres geben? Warte mal eben, baust du mal da unten so einen Boden hin? Sonst falle ich da gleich voll weg. Dankeschön. Natürlich, würde ich doch mach alles, Tobias. Mach das bei dir, bitte. Mach das bei dir! Du kriegst das sowieso alles. Ah, warum hast du mal eben verdammt Hacke? Verdammte Spitzhacker. Guck mal, meine Waffe kann sowas. Ja, regnen. Du kannst damit auch so einen Boden richtig abreißen. Oh, ey, der Boden hier ist echt für den Arsch, ne? Du musst aber aufpassen, bei manchen Sachen, schlägst du den sofort kaputt, wie zum Beispiel solche Plattformen. I know. I'm sexy and I know it. So, da ist doch noch was. Wo ist denn noch was? Ach, das bisschen Silber. Ist das Silber? Sollen wir... Achtung! Ah, Alter! Alter! Ja. Ich sagte nicht feiern so hoch, tut mir leid. Mich feuern sie? Fire in the hole. Kennst du den Ausdruck doch? Nee. Das ist doch der passendste Ausdruck, den man so finden kann. Fire in the hole. Hab ich noch nie gehört. Von welchem Spiel ist das denn? Keine Ahnung, irgendein böses Killerspiel.
Ach, da sind noch Bomben drin, glaube ich. Ach, nee, doch nicht. Loot! Ihr könnt auch gemeinsam werfen, hier oben. Zack. Yeah, Bombardement. Wir sprengen die ganze Scheiße jetzt einfach in die Luft. Bam, bam, bam. Ja, könnte ein bisschen zu viel gewesen sein. Egal. Wir sind auf jeden Fall irgendwo angekommen. Ah, halt... oh, es ist halt... Kiste! Ah, nur Erze. Verdammt. Wollt's auch gar nicht haben. Ja, ja. Wir teilen doch eh alles, Tobias. Ja, auf jeden Fall. Machen wir doch immer. Ich glaube, ich müsste mal auf dein Schiff gehen und nachschauen. Nee, ja, kannst du eigentlich ruhig da. Siehst du, da wirst du nicht viel finden. Schade. Ich habe so ein Affensammelsorium erwartet. War das hier jetzt nochmal für den Boden? Keine Ahnung. Der war noch härter, oder? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube nicht noch härter, aber ähnlich hart. Au. Ich glaube, der ist sogar recht weit. Oh, es geht. Ist schon Stein, ja, warte, aber... Lass uns einfach... Geh weg da. Wir werden jetzt einfach wieder hier wieder... Problem ist, sie sinken da sehr tief. Das heißt, sie werden nicht hinterherkommen gleich. Ja, wir müssen selber ins Wasser. Das mit den Bomben ist doch sehr bequem. Ihr seht, das ist dieses Mal auch wirklich mal eine Farmfolge, weil wir uns dafür entschlossen haben, das Ganze einfach mal wieder so zu machen. Ja, zumindest mal ein bisschen. Nicht immer alles gefarmt haben. Genau. Außerhalb des Screens. Und man muss einfach dazu sagen, dass unser Stuff einfach auch allmählich ein bisschen aufhört. Wir haben jetzt, glaube ich, noch eine Folge oben, ne? Oder wie wir haben, glaube ich, Folge 12 released und Folge 15 muss ich noch hochladen. Also. Ach, du musst noch hochladen. So. Eine Folge muss ich noch hochladen. Aber ich dachte, das kann ich sogar noch bis Wochenende warten. Weil zum Releasen haben wir was. Die letzte Folge mit dem... Also die habt ihr dann schon gesehen. Natürlich. Das ist ja dann die Massaker-Folge, ne? Oh ja. Ja, das Bombenterror-Ding. Genau. Oh, da geht's durch. Oh, okay. Machst du mal einen Boden unten erst hin, oder? So hast du schon. Jetzt wieder kaputt machst. Ja, egal, wir haben Wasser. Da kann man auch nach unten schwimmen. So, jetzt machen wir eine Fackel hier mal hin, dass hier mal ein bisschen Licht hier hinkommt. Was haben wir denn hier alles Schönes? Eine Truhe. Na. Wieder keine epische Waffe. Ich bin so lange zufrieden, bis eine epische Waffe ist. So ein Scheiß. Was? Ich habe einen komischen Speer bekommen. Ja, aber es ist ein Speer. Na, damit kannst du trotzdem spieren. Leider schwach. Waffen, die man findet, sind immer schwach irgendwie. Ja, leider, ne? Also. Und, craftest und, dir eine und wenn es gut. Wenn du, ja, und wenn du so einen Boss hast, dann. Dann. Meistens ist sie auch schlecht. Ja, genau. Oder du kriegst hier wieder so ein Scheiß-Schild. Eine legendäre. Ja. Alter! Oh, das war knapp. Also, den hat gerade eine Bombe nicht getötet. Kannst du das fassen? Ja, du musst aber einfach dich konzentrieren. Ja? Ja, du musst dich wirklich konzentrieren. Ja, heil dich auch mal ein bisschen mehr. Nö, ich heil mich jetzt nicht. Du bist nicht mein Papa. Ich bin deine Mama. Warte mal, deine Mama und dein Papa, dann kommst du. So, warte mal. Das nehme ich jetzt. Schade ist, dass man mit diesem Ding nicht so hochschießen kann, weißt du? Ja, das kann es nicht, also, oh. Und du musst auf deine Dinge aufpassen. Du musst dich ein bisschen mehr heilen. Das ist viel zu gefährlich, was du hier machst. Nicht so in der Öffentlichkeit. Verstehst du? Wir sind auch unter uns, Tobias. Auch. Die Viecher sind hart. Aber nicht heil dich doch mal endlich. Ich hab mich doch schon zweimal geheilt. Meine Güte, ich höre jetzt hier gleich auf und mach den Server offline oder kannst du nicht mehr reinstecken? Mach ich alleine weiter. Kein Abbruch. Ja Leute, man muss hart sein zu seinen Kindern als Mama. Man darf sich nicht über die Nase rumtanzen lassen. Darf ich dir nachher wieder an der Brust nuckeln? Nein, nicht wenn du dich so verhältst. Was? Ich glaube, ich werde auch zeitlich zu entwöhnen, so langsam.
Wir kehren gerade wieder zurück zu unserem Ursprungsort. Ja, ich wiederhole, du kehrst dahin zurück. Ja, das stimmt. Ich habe die Richtung eingeschlagen. Bramdrax spielt Dota. Ja, das tut er wohl. Ich möchte darauf hindeuten, dass du das nicht tust. Dass solche Namen wie Bramdrax ja viel, viel besser zu finden sind. Weil wenn man die eingibt, ja, dann sitzt sie sofort da. Das stimmt. Hier. Dieses Vorurteil haben wir uns anhören müssen. Ja, da saß ich mit meiner Hand vorm Gesicht, vor meinem Computer und hab mir gedacht, das kann doch alles nicht wahr sein. Das ist auch ein Indiz dafür, wie berühmt man ist, wenn man seinen Nickname googelt. Ja. Oder wie einzigartig der Nickname eigentlich nur ist, mehr noch nicht. Richtig. Rossa und Sorbin sind auch sehr gut. Sorbin gibt's, glaube ich, ein, zwei Firmen von. Und eine Säure oder so. Diese komische Säure gibt's da wohl. Das habe ich aber früher zur Zeit von World of Warcraft. Was ist das denn? Hast du den Schritt gesehen? Ah! Ich hier ja. Ui. Also zu Zeiten von WoW wusste ich das natürlich nicht, dass es eine Sorbitsäure gibt. Ja, so ist das. Aber ich meine, es gibt auch Sorbin. Ja, Sorbin gibt es auch. Das ist, glaube ich. Ich habe mir das ja nachher mal so durchgelesen, weil ich es dann auch mal wissen wollte. Was war das denn? Ich wusste es mal. Ich glaube, ich hatte was mit Äpfeln. Kann das sein? Sorbit zum Beispiel? Was ist so ein Süßstoff? Ja, ich glaube ein Süßstoff. Irgendwie sowas war das. Theoretisch bin ich ja der Fachmann für sowas, aber man kann nicht alle Sachen wissen. Was? Was es so an Stoffen gibt. Tetrahydrofuran kann ich zum Beispiel heute auch gerade nicht sofort. Obwohl wir das sogar schon mal in der Ausbildung erwähnt haben. Aber man behält wirklich nicht alles. Ja, das ist auch, glaube ich, völlig normal, ne? Ja. Dass man das nicht alles verhält. Das ist ja auch bei mir in meinem Berufsfeld genau das Gleiche. Du wirst halt einfach auch zum Fachidioten, ne? Weil du nimmst ja dann, was weiß ich, deine Stoffe, die du da halt hast, die nimmst du dann auch und das war unklug. Und schlussendlich hast du damit vielen anderen einfach... Das bin ich gewohnt von dir, Tobias. Nichts mehr zu tun. Solche Kommentare müsstest du jetzt da hinten eigentlich sterben. Ohne Kids, ohne was Episches? Wahrscheinlich nicht, weil ich sie gefunden habe. Aber die sieht so toll aus. Es ist ein Boundshare Blueprint und sogar noch einer für dich dabei, Tobias. Na, wo hab ich denn da? Also ein Blueprint für Knochen. Stühle. Krass. Für Knochenstühle. Knochenstühle. Haben wir gelernt. So, Schön gelernt. Wo soll man denn lang? Bei dieser mehr in dieses komische Knochenbiom hier rein. Spannenden Folge. Hast du denn mal ein Gesprächsthema? Komm, jetzt reiß doch mal was an. Tobias, jetzt haust du mich aber kaputt hier. Also jetzt überraschst du mich hier mit einem Gesprächsthema. Ja. Ja. Darauf war ich nicht vorbereitet, auf Sprechen und so. Was? Im Let's Play? Ja. Okay, hast du eigentlich recht, ist ja total. Wie viele Tage ist Teso? Wie viele Tage? Wir haben heute den 5. Und der Monat hat 31 Tage. Ja? Dann sind es noch 26 Tage. 26 Tage ist Teso. Im vorzeitigen Release. Und ich freue mich auch schon richtig drauf. Und ich finde es halt ein bisschen kacke, weil es soll wohl dann auch sein, dass South Park echt wesentlich später kommt. Also wirklich Ende März. Ende März. Au. Und das heißt, was soll ich denn da spielen? Da kommt Diablo raus. Ja, da muss ich meinen Charakter noch auf Max-Level bringen. Ja, ich habe es immer noch nicht gemacht. Ich muss es aber jetzt mal machen. Und vor allen Dingen ist es dann auch noch so, dass wir, dass dann Teso rauskommt. Und wir mussten positiv, das war ja eher so ein Test gewesen, wie Teso eigentlich ankommt, wenn wir das direkt auf dem Beta Let's Playen. Und es ist erstaunlicherweise gut angekommen. Genau so gut, wir so uns das Ganze wie wir es erhofft haben. Also es ist echt super gewesen und
wir sind mit unseren Klicks echt zufrieden gewesen, muss man einfach sagen. Ja. Da waren die Sachen waren einen Tag drauf und wir hatten mehr als 50, 60 Klicks. Natürlich ist das noch wenig, das brauchen wir gar nicht sagen. Aber wir steigern uns immer mehr und das ist schön. Das macht Spaß, wenn man sieht, dass das Ganze doch irgendwo ankommt. Also das ist echt eine schöne Sache. Also Teso scheint wohl doch schneller irgendwelche Klicks zu generieren. Es ist halt wahrscheinlich auch mehr gesucht, ist mehr in den News, wie Starbound. Ja, Starbound ist ja halt so ein Indie-Geheimtipp vielleicht, oder war, ne? Und das ist ja... Ja. Es ist halt kein AAA-Spiel, ne? So wie Teso einfach, es ist einfach so. Ich frag mich auch, wann bei Star Citizen, wo wir bei AAA sind, wann das mal weiterkommt. Ich habe letztens geschaut und konnte kein genaues Release-Datum für den sogenannten Dogfighting-Modul finden. Und Star Citizen ist ja hier von Chris Roberts, der damals Wing Commander gemacht hat, eines der berühmtesten Spielereien, die auch erste Spielereien, die sehr viel Filmelemente drin hatten. Und passend dazu hat er auch ein paar Filme gemacht. Und ja, eigentlich Anfang des Jahres haben sie gesagt, machen wir ein Dogfighting-Modul. Allerdings, das war die älteste Aussage und die hat nicht gestimmt. Beziehungsweise es kam halt anders, so ist das nun mal in der Entwicklung, es geht nicht. Und ja, jetzt habe ich doch immer noch kein Datum gesehen dafür. Aber sie haben so gut wie 40 Millionen Dollar, ne? Ja, das ist halt das, was ich so ein bisschen doof finde. Das heißt doof, ich meine, dieses Spiel wird super, brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Aber entsprechend ist es halt auch wirklich so, dass man ja, dass man halt echt warten muss, ne? Und ich meine, es ist man wartet in der letzten Zeit schon recht viel, finde ich. Also es ist wow. Lass mal ran. Für das Geld, ne, was man schlussendlich ja, das Spiel ist halt auch ein Vollpreisspiel. Es ist nicht wie Starbound. Es ist eine teure Produktion. Ich glaube, die haben inzwischen über 200 Entwickler eingestellt. Und ja, es ist stick. Natürlich auch jetzt die Frage, wie lange denn Leck. dieses Spiel... Leck? Warum hast du ein Leck? Ich hatte keinen Leck. Ja, das ist nur wieder mein Internet. Ein Holz-Internet. Ja, wo sollen wir denn jetzt hin, du? Tja, wir müssen uns wohl nochmal reinbomben in den Planeten. Wir haben einen recht großen Planeten. Oh, ich hab uns beide gebissen. Mach ihn kaputt. Ja, ich muss mich erst ein bisschen heilen. Ich hab mich auf deinen Knochen noch verlassen. Lass uns einfach mal hier unten wieder mit Bomben arbeiten, oder? Ja. Genug. Da fangen wir mal an hier. Stellen uns hier auf die Ecke. Ich glaube, ich komme kurz hoch. Ja, ich bin mir auch gerade nicht ganz sicher. So, jetzt ist sicher. Oh, nicht rein! Scheiße! Oh, warte. Alle am Leben? Alter! Ich bin gerade einfach so abgerutscht. Ja, wir beide. Oha. Jetzt gibt's aber wieder Terror. Komm, spring runter. Wenn ich sterben will. Ich hör's nicht mehr. Das ist egal, mein weiter werfen. Okay. Ja. Geronimo! So. Geronimo! So. Sag mal. Na, guck, die nächste Höhle. Die nächste. Aber wir können noch tiefer, wenn wir wollten. Ah, da, bis dahin ging's nur. Enttäuschend. Ein bisschen Titanium haben wir gefunden. Aber das ist jetzt doch ein sehr hartes Biom, also steintechnisch. Ja, das sehr ist es halt, ne? Das ist, wart dann immer so ein bisschen, ne? Irgendwann, glaub, im nächsten Sektor können wir dann auch, Steinbohrer bauen. Ja, obwohl. Diese Diamantenbohrer, die sind dann richtig gut, ne? Und es gibt einen Mod, wollte ich mal eben erzählen, da kannst du so ein Mech, so ein Bergschrauber bauen. So, okay. Und der sieht aus wie ein Mech, ne? Nur dass er halt dann auch damit bohren kannst. Also das fand ich ganz cool. Ja, ich hoffe, diese Mods, wenn die total imber sind, würde ich es wahrscheinlich nicht installieren. Das heißt, gibt Mods, wo du dann teilweise sich alles hier durchgräbst, ne? Ja. Okay, wir können auch die Höhle hier runter, oder? Ah,
Ja, ich glaube, ich ist, glaube ich, sinnvoller, oder? Weiß nicht, ja, hier kommt jetzt Wasser. Ich weiß nicht, ob es hier gut weitergeht oder ob es hier doof weitergeht. Ich springe hier nur kurz noch was, weil hier gerade so viel Erze ist. Und dann gehe ich bei dir weiter. Bei dir scheint gerade wirklich sinnvoller. Aber das Titanium muss ich mitnehmen. So. Komme, Tobias, ich komme! Ja, bei mir rumpelt die Bude. Ich spür's teilweise in den Füßen, dass irgendwas hier rumrumpelt. Wahnsinn. Wie, was rumrumpelt? Ja, keine Ahnung. Der Boden sackt für eine Sekunde ab. Also, wumms. Keine Ahnung. Als würde jemand die Tür so heftig zuschlagen unter mir, dass ich das spüre. Also, ich spüre es. Also, ne? Ich weiß nicht, was es ist. Passiert hier und da mal. Ich glaube, das ist eine Tür. Passiert nämlich ein paar Mal am Tag. Haben da welche Streit? Eigentlich vermute ich das nicht. Es wundert mich ja auch nur, ich meckere nicht. Oh, die Höhle ist immer noch. Also, ja. Was ein stabiler Scheiß hier. Aber wir sind wegen Titanium gekommen und da müssen wir es auch mitnehmen. Aber hier unten gibt es auch mehr. Ja, ja. Aber wir sind in einem falschen Teil, der Höhle gelandet, kann man mal sagen. Aber so ist das manchmal, ne? Also. Aber irgendwann müssen wir ja auch mal, der Sache auf den Grund gehen hier. Richtig ankommen. Wir haben es ja schon eigentlich sehr einfach, wie wir es hier machen. Warte, lass uns erstmal abwarten. Nee, lass mal sein. Der Schall. Letztes Mal war das auch schon nicht so tief. Oh, ich glaube, pass auf, es könnte schon Lava unten geben. Ich habe gerade so ein rotes Leuchten gesehen. Lass die Drogen aus dem Kopf. Nein. Ja, es war wahrscheinlich nur eine Bombe. Trotzdem, es kann schon passieren. Nee, ist sicher. Wir haben das nächste Höhlensystem hier erreicht. Mal wieder. Aber immer noch dasselbe Biom. Ja, leider. Ein bisschen deprimierend, ehrlich gesagt, weil dieses scheiß Biom doch sehr hartnäckig ist. Bin mir ziemlich sicher, das nächste könnte dann Obsidian sein, also auch nicht wirklich besser dann. Nee, und wir müssen dann auch irgendwann mal wieder hoch. Das ist, kommt auch noch da so hinzu. Ach, hoch geht's am einfachsten, Tobias. Nach dem Folgestopp einmal kurz auf den Server gehen. Ja gut, das stimmt allerdings. Ja. Ah, da kommt die Lava. Wir sind unten angekommen. Ach, das Gelbe ist ja schon Obsidian, Tobias. Es gibt nur Obsidian verschiedene Farben. Ja, und das ist eigentlich ganz passend zum Folgenstopp, ehrlich gesagt. Wir sind nämlich jetzt bei ungefähr 20 bis 25 Minuten wieder angelangt. Oh, super. Und was hast du denn an Titanium jetzt? Ich habe jetzt 266 erreicht 217. Oder bekommen. Also 217. Damit können wir doch alles bauen, würde ich sagen. Ja, dann würde ich sagen, seht ihr uns gleich wieder, wenn wir oben auf dem Schiff sind. Wir werden nämlich jetzt einfach mal ganz getrickst das Ganze so machen, dass wir uns einfach gleich ausloggen und wieder einloggen und dann sind wir wieder da, wo man das so kennt. Denn das Ganze ist für uns doch wesentlich angenehmer. Ja. Würde ich jetzt mal glatt den behaupten. Weg zurückzufinden, also ich glaube, wir sind einige Kilometer tief hier. Ja, wir haben uns ja fleißig nach unten gebombt, ne? Ich wollte jetzt nur mal eben den Diamanten dann noch haben. Ja, muss sein, ne? Ja, Diamant muss sein. Vielleicht wenn wir diesen Diamantenbohrer mal jetzt früher oder später haben, dann müssen wir den ja auch füttern können. So, okay, GG und bis zum nächsten Mal. Good game!